Grüß euch, meine lieben Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Das heutige Video, das ist mir ein sehr großes Bedürfnis. Ich habe mir gedacht, ich möchte es unbedingt machen, weil ich möchte euch gerne meine Meinung sagen zu dem im Moment aktuellsten Thema, sage ich jetzt mal, über Impfung oder Zwangsimpfung. Und da möchte ich euch noch sagen, dass es sich nur um meine Meinung handelt, dass ich niemandem irgendetwas aufzwingen möchte. Jeder darf das für sich selbst entscheiden. Aber bei mir war es so, also ich habe mich ja bis vor kurzem kaum mit Politik befasst. Das ist einfach nicht mein Thema. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und zwar habe ich mich informiert auf YouTube-Videos. Nicht aus der Zeitung und nicht aus dem Fernsehen, sondern von YouTube. Und da gibt es so interessante Sachen. Ich werde euch viele, viele Videos unter meinem Video verlinken, sodass ihr diese spannenden Themen alle euch anschauen könnt. Zum Beispiel ein Video von Professor Klaus Püschel, dem Leiter der Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er hat mit seinen Aussagen in den vergangenen Wochen für reichlich Aufregung in den Medien gesorgt. Er hat festgestellt, die Menschen sterben nicht an Corona, sondern mit Corona. Er ist ein Professor, der Leichen obduziert. Er spricht, dass er in keinem Toten gefunden hat, dass dieser ausschließlich an Corona starb. Dieses Video dazu findest du unten in meiner Videobeschreibung. Als nächstes habe ich einen hochinteressanten Artikel gelesen über die Inhaltsstoffe von Impfstoffen. In dem Artikel könnt ihr lesen, beziehungsweise habe ich gelesen, dass die Impfungen Quecksilber enthalten, Aluminium, Formaldehyd, gentechnisch veränderte Stoffe und Krebszellen und noch so allerlei anderes. In einem anderen Video wurden unfassbare Verstrickungen aufgedeckt. Und zwar, wie sind verstrickt die Weltgesundheitsorganisation mit dem Robert-Koch-Institut, Merkel und Spahn, wie ist das alles miteinander verstrickt? Also das müsst ihr euch unbedingt anschauen, also das dürft ihr euch anschauen. Es ist so interessant und es ist unglaublich. Ja, bitte unten anschauen. Mit all diesen Infos habe ich mir meine Meinung gebildet. Also ich brauche weder eine Zeitung noch einen Fernseher, das kann man alles auf YouTube anschauen, das gibt es die interessantesten Sachen. Dann das nächste Video handelt davon, Rechtsanwälte melden sich zu Wort. Zwangsimpfung kommt, so schnell werden die Gesetze geändert, um das einführen zu können. Ein hochspannendes Video. Dann habe ich ein Video gesehen über friedliche Demos in verschiedenen Städten. Von Rubicon Reportage Gesicht zeigen. Bundesweit geben Menschen mit Meditationen dem friedlichen Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen ein Gesicht. Ein tolles Video. Ein ganz neues Video habe ich heute früh angeschaut. Und zwar wurde der Hochverrat gestoppt. Vielleicht doch keine Zwangsimpfung. Hochinteressant. Impfung jetzt doch nicht für alle? Im Moment sieht es so aus, als dass sie doch nicht für alle kommt. Spahn wollte die Masernimpfung, er stößt auf Gegenwehr. Das werde ich jetzt weiter beobachten. Noch ein interessantes, was mich fassungslos gemacht hat, Video vom Regenbogenkreis. Vielleicht kennt ihr den Matthias Langwasser, ein sehr sympathischer junger Mann. Und er hat ein Video in seinen Kanal gestellt. Schockierende Inhaltsstoffe in Impfstoffen mit Quellenangaben. Dieses Video vom Regenbogenkreis ist ein echtes Horrorinterview. Matthias Langwasser hat Heilpraktikerin und
Anti-Impf-Expertin Marlene Kuhnold eingeladen, ausführlich über die Inhaltsstoffe von Impfstoffen zu sprechen. Was sie berichtet, macht einfach fassungslos. Die Pharmaunternehmen liefern in ihren Beipackzetteln in teils kryptischer Sprache handfeste Fakten zu den Impfstoffen, die ohne Zweifel imstande sind, uns gesundheitlich schwerst zu schaden. Das kann jeder nachlesen. Auch wenn es schockierend ist, was du hören wirst, sieh dir dieses Video von Anfang bis Ende an, um noch besser gerüstet zu sein, wenn du deine Einstellung gegen das Impfen und die Impfpflicht begründen musst. Du lernst hier alles Wichtige über die verschiedenen Impfarten, die Herstellung von Impfstoffen und natürlich über die Inhaltsstoffe und deren Gefahren. Und du erfährst, warum Matthias einmal einen bedrohlichen Brief von der WHO bekam. Ja, alle diese Infos aus den Videos haben meine Meinung geprägt. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich schockiert, ja, über all das, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Angst, null, weil ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen. Komme, was da wolle. Es ist mir egal, weil ich mache das nicht, gell? Und ich habe ein wunderbar gesundes Immunsystem und ich sage, ich stecke mich auf gar keinen Fall an. Ich bleibe gesund. Ich bleibe gesund. Ein positiver Spruch. Ich bin gesund. Und wodurch ist denn mein Immunsystem so stark? Das zeige ich euch jetzt. In der Früh trinke ich als erstes einen Liter Zitronenwasser. Damit befeuchte ich meine Organe optimal und schenke meinem Körper genug Vitamin C. Seit einem Jahr und 4 Monaten trinke ich täglich frischen, reinen, puren, gepressten Selleriesaft. Anthony sagt, man soll mindestens 500 Milliliter trinken. Ich trinke jetzt immer 800 Milliliter. Selleriesaft wird weltweit als neues Wundergetränk gehandelt. Und das aus gutem Grund. Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster. Jetzt trinke ich einen Liter Apfelgurkensaft. Ich liebe diesen Saft, der schmeckt einfach so lecker. Da ist drinnen 2 bis 3 Gurken, je nach Größe, dann 2 Äpfel, ein frischer Kurkuma und eine frische Ingwerwurzel und meine Wildkräuter wie Brennnessel, Löwenzahn, Giersch und so weiter. Täglich gibt's den seit über einem Jahr. Ungefähr diese Menge an Wildkräutern entsafte ich täglich mit meinem Apfelgurkensaft. Nach dem saftigen und flüssigen Teil folgt der Heavy Metal Detox Smoothie, beziehungsweise bei mir ist es das Frühstück, weil ich da nur einen Teil davon mixe. Und das ist bei mir kurz genannt der Happy Smoothie. Und darin sind Orangen, Bananen, wilde Blaubeeren, Koriander, Spirulina, Gerstengras-Saftpulver und atlantisches Meeresgemüse Dulce und Aloe Vera und noch ein paar so andere Dinge. Und das ist eine wunderbare Mahlzeit für mich und Heavy Metal, das heißt ja Schwermetalle-Entgiftung. Damit entgifte ich also meinen Körper von sämtlichen Schwermetallen. Und das esse ich auch seit ich Anthony William kenne, seit einem Jahr und 4 Monaten, täglich. Täglich esse ich so einen großen gemischten Salat. Da ist unten drinnen Spinat, Rucola, Feldsalat, Romanasalat,
Petersilie, Koriander, dann Tomaten und Gurken und Paprika und Zwiebel und Rotkohl und Spargel. Und im Dressing, das muss ich noch mixen, da ist drinnen Dattel, getrocknete Feige, getrocknete Aprikose, Birne und Tomate. Da kommt jetzt noch Zitronensaft rein, ein bisschen Wasser und dann wird das gemixt. Ja, ich esse sehr viel Obst und Gemüse. Alles heilende Lebensmittel nach Anthony William. Sie tun meinem Körper so gut. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so wohl gefühlt. Für ein starkes Immunsystem nehme ich natürlich noch Zink, Vitamin D3 und als Veganerin nehme ich Vitamin B12. Ja, meine Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr dazu steht, was eure Meinung ist. Dürft ihr mir gerne schreiben. Und ich sage euch für heute, bleibt gesund, schaut drauf, dass euer Immunsystem bombig ist. Ja, auf jeden Fall, ernährt euch gesund und dann kann da nichts passieren. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Gesundheit und einen schönen Tag. Macht's es gut. Servus. Pfiat euch.